bei einem Leuchtturm und dort. Nein! Ja! Oh mein Gott! Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Die beiden Boys, Meyerfaust und Luca HD, beide in der Videobeschreibung verlinkt, haben mit mir eine Challenge aufgenommen. Wir haben ein Race in Diddy Kong Racing gemacht und ja, der Name erklärt eigentlich schon alles. Wir haben den Story Mode von Diddy Kong Racing gespielt und derjenige von uns dreien, der als erster die Story durch hat, hat auch die Challenge gewonnen. Den ersten Part dieser verrückten Reise findet ihr hier auf meinem Kanal. Danach geht's weiter bei Meyerfaust und den dritten und letzten Part könnt ihr bei Luca anschauen. Und nun, genug geredet, viel Spaß mit dem Video. Ich würde erstmal sagen, ich fange an, meinen Charakter zu leaken und Trommelwirbel. Warte. Ich habe mich für die Maus entschieden. So, Luca, wen nimmst du? Ich hab den, glaube ich, den dümmsten Chuck genommen, den ich gesehen habe, diesen Dachs oder was ist das? Der Schalter! Den hasse ich irgendwie. Den hasse ich, weil er so dumm. Da bin ich ganz froh, weil ich habe auch ehrlich gesagt keine Ahnung, wen ich nehmen will. Ich weiß nur aus Vergangenheit, dass ich nicht Banjo nehme und dass auch wahrscheinlich das Krokodil nicht in Frage kommt. Ich habe zwischen Mr. Nuts und dem Tiger hin und her überlegt. Man kann ja theoretisch auch wechseln, das ist ja nicht verboten, aber ich werde jetzt mit dem Tiger starten. Gibt es da noch irgendwas von eurer Seite aus, was noch zu klären wäre? Sonst würde ich sagen, starten wir rein. Let's go. Dann 3, 2, 1 und los! Oha! Der Elefanten-Genie. Hallo. I'm the genie of the island. Good luck. Oh Gott, ich bin im ersten Race, Hilfe, ich hab Angst. Wie kommt man ins erste Race? Ich muss einsammeln. Gott, wie geht das Spiel? Ich hab den Ballon verpasst. Ich glaube, ich muss auf den ersten scheißen. Muss man nicht erster werden, um überhaupt weiterzukommen? Ich habe eine andere Strat. Nein, das war die falsche Strat. Oh mein Gott! Ich hab... Okay, total Crash. Oh mein Gott! Die Brücke verfehlt! Nein! Erst Nashorn nimmt mich so hops. What? Was für ein... Ach so. Ja, das Nashorn! Nashorn, oder? Wo ist das bitte? Nashorn? Das ist dann. Triceratops, so. Ja. Ich weiß gerade, wo ich soll... der Buch hat eine Hitbox! Oh, ey. Genie, lauf doch nicht weg von mir! Genie. Du ekelhaftes... Ja! Der hat die ganze Straße verkackt, ist der fett! Ja, ich hab die erste Runde gegen das Nashorn so verkackt. Gegen das Triceratops so. Alter, hat er mich hops genommen. Was, die hast du schon verkackt? Du hast das erste Race verkackt, Ruhe. Hör auf zu labern! Du wirst sehen, was ich getan habe. Nee, ich rede nicht mit dir, ich rede mit dem komischen Triceratops. Achso. Hör auf zu labern. Also, soweit ich weiß, ist das auf jeden Fall der schwerste Boss, also in der zweiten Version dann. Ey, wir haben mich wieder anlatscht, irgendwann reicht's. Oh, ich bin vom Berg gefallen. Oh, was? Scheiße. Es geht. Oh, nein. Der Berg. Nein! Oh, das Raketen-Aim noch. First try, let's go! Boah, das mit den Silbermünzen wird aber... Ja, okay, das kann ich nochmal neu starten. Oh, da brauchen wir auch Oh! What? Ich hab mich ganz reingepustet. Ich wäre fast runtergefallen, auf die Boost gedrückt. Holy. Ich bin einfach über die Map geflogen. Oh, Alter. Ich kann nicht mehr. Fighten, dann drifte ich nach außen. Ich muss einfach gar nichts tun. Alter, ich bin. Ich steck fest! Okay. Hey, wieso muss ich jetzt gegen den Genie fahren? Okay. Ah, okay, da hat sich meine Frage wahrscheinlich erledigt. Wahrscheinlich mit dem besiegen und dann den Schild zurück. Du hast die falsche Route genommen? Was? Der Genie will mich hops nehmen. Etwas später, wenn wir dann so auf der Map rumfahren, siehst du irgendwann so ein Board bei einem Leuchtturm und dort. Nein! Ja! Dort oh mein Gott! Nein! Wehe! Oh Gott sei Dank! Gott sei Dank! Ich bin gerade schon wieder an diesem Wasserfall vorbeigefahren und wenn jetzt da gestanden hätte, du nimmst die falsche Route und es wäre vorbei gewesen, ich hätte... Nee. Aber übrigens, du hast ja vorhin gefragt, warum da Busstreifen am Boden sind. Also wie gesagt, erstens halt, wenn du es casual spielst, aber ich glaube, du kannst mit dem Flugzeug drüber fliegen. Okay. Ich denke, keine Ahnung. Jetzt kommt der Schneemann aus der ganzen Oh nein! Ist der Schneemann böse? Ich glaube nicht.
Oh mein Gott, was für ein Schneemann. Da, ich hab's aufs Gag gesagt, ein Schneemann. Der Schneemann. Aber das Walross mit einem, so einem Ding vorne aufgemalt. Das ist ein Gentleman, das ist ein Gentleman. Ich hab's geschafft, ich bin jetzt bei der Ziel und finish. Als ob du schon im Ziel bist, wie kannst du so schnell sein? So ruhig. Warum ist das so weit hinten? Hä? Was ist das denn jetzt? Ich bin so verstört. Seid ihr doch froh. Nee, also, nee. Inzwischen. Nee. Maja, wie sieht's bei dir aus? Na! Wie kann man an der Münze vorbeifahren? Wow, ich hasse diese Strecke. Es hat jetzt eine Münze gefehlt, ich weiß nicht welche. Cool. Oh no. Oh no. Oh, Faro! Oh, Alter. Der Tunnel, Alter, der war krank. Oh, okay, das war das auch besiegt. Ich kann nicht mehr. Ich will nicht mehr. Ich halte das alles nicht mehr aus. Diese ehrenlose Scheißuhr, Alter. Die nervt mich am meisten. Und diese komische Schieße. Noch beim Triceratops? Ja. Du darfst doch nicht den Jungen so brechen. Ich werde mit dem Meier verarscht die ganze Zeit. Der ist schon. Ich schon beim Whispick die ganze Zeit. Du überlegst was? Nee, nicht die Palme! Nicht die Palme! Na, Dini, geh weg! Ja! GG. So, jetzt mach ich ihn. Oh Gott, oh Gott. Ah! Ich weiß, dass der Boss ein Walross ist, aber du musst jetzt nicht die Geräusche imitieren. Nein! Ah, okay, jetzt habe ich's, glaube ich. Na! Ich vertraue mal ja nicht mehr. Seit er gesagt hat, er sagt uns nicht, was los ist. Der hier so ist. Jedes Mal, wenn er irgendwas schafft. Nein! Mein Tools ist ja gebrochen. Oh, ey, die Maus, ey. Einfach die Sendung mit der Maus. Oh mein Gott, ich bin in Schock. Ich raste aus, Maya. Ich kann nicht mehr. Maya, hör auf, weil ist ein Triceratops. Oh Gott. Ich mach den, glaube ich, seit einer Stunde. Nee, Maya. Ich glaube, du wärst nicht so gut gelaunt, wenn du bei dem Typ festhängen würdest. Wer sagt, dass er gut gelaunt ist? Haben wir ein bisschen zuvor. Wirkt nicht gebrochen. Vielleicht weint auch Maya schon. Er lacht, aber er weint insgeheim. Er ist mit Tränen überfüllt. Oh Gott. Oh! Der Schneeball. Ich hasse Schneemänner. Ich liebe sie. Ich hab's gewonnen. Ach komm, nicht zurück zur Halle! Ich bin gegen drei Palmen gefahren. Das geht mir echt auf die Palme. Oh, Mann, die vierte! Der Baum! Der Baum, Alter, ich hasse Bäume. Luca, ich habe auch keinen Plan, weil ich schon in der dritten Runde bin und Dritter bin. Es ist zum Kotzen. Diese Uhr, ich weine. Die Uhr. Ey, du kannst doch nicht jedes Mal an der Uhr vorbeifahren und sagen, die Uhr. Ich liebe, wie sie sich bewegt. Palme. Maya, mach bitte für mich diesen scheiß Schneelevel, dann mache ich auch den Triceratops gerne nochmal. Ich hab ihn! Ich hab ihn! Ich hab ihn! Oh ne, jetzt bewegt er sich so langsam, Erde. Ekelhaft. Nein, ich will nicht in ein Auto verwandeln. Komm jetzt, ja, gib mir das Trophy Vase. Ich nehme alle Hops. Wir haben keine Chance. Eine Minute, 37 Sekunden später. Ich bin so verloren. Was ist das denn? Dritter. Ja, ganz sicher. Was?
In welchem Race? Im ersten. Hey, Luca, wegen deinem Walrus-Gesang habe ich die Münze verpasst und ich habe sie nicht mehr verpasst. Ich traf wegen mir jetzt. Weil du wieder. Was hat das denn jetzt damit zu tun? Das macht einen psychisch fertig, wenn man eh schon psychisch fertig ist. Ja, Meyers Palme macht mich psychisch fertig. Leute, hilf mir bitte. Ey, Luca. Ja. Ich bin, ich bin immer noch in der Altstadt, also bitte kleine Brötchen backen. Ey, Luca. Ich kann nicht bei der Uhr. Sie auf der Insel rumlatscht, das ist einfach zu witzig. Es tut mir leid. Wenn die mal tryharden. Hasseln, einfach hasseln. Das richtige Wort soll sein, hassen. Auf einmal, ja, Dekon Racing, schlechtes Spiel. Da kommt irgendwann ein Video. Warum ich Diddy Kong Racing hasse. Es ist leider in der Top 10 meiner Lieblings-N64-Spiele. Es ist leider in der Top 10. Ist der Elefant wieder auf dich zugelaufen, oder? Die Uhr. Ja, Boss. Alter, das ist Emilys Lieblingsboss einfach. Oh mein Gott, wie er sich bewegt. Alter, ich kann nicht mehr, der Boss drückt mich um. Warum kann der Boss Fallen legen? Nee. Cheat. Oha, einfach Yu-Gi-Oh! Anstatt einfach Gear, weiß ich nicht, Topf der Gear, da bin ich auf der Gear. Das ist keine Falle, oh, aber ja. Er hat. Okay, ja. Ja. Er hat mich einfach komplett. Oh mein Gott, er hat mir so eine Falle gestellt. Wie ein Yu-Gi-Oh! Ne? Ja. Wie der weiße Drache. Das ist auch keine Falle. Der Friedhof. Geh mal nach, warum der guckt gerade, wo das Geräusch. Guckt so richtig rum. Der schaut einfach so richtig beim Zaun, was das ist. Mehr, wo muss ich lang? Ach, ich muss ins Loch. Lol. Oh, das Loch!